Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Dienstag, dem 20. April 2021. Der DAX, ja, er setzt heute seine Konsolidierung fort und das sogar etwas kräftiger mit einem Kursrückgang von 1,55%. Damit nähert sich nun der Index der entscheidenden letzten Ausbruchszone. Wir dürfen gespannt sein, ob der Index diese verteidigen kann. Wenn ja, wäre dies eben weiterhin ein bullisches Zeichen. Fällt der Index zurück? Natürlich. Dann kommen auch weitere Kursziele in Richtung von 14.8, 14.400 als auch 14.000 Punkte möglicherweise hier ja in den Vordergrund. Aber noch ganz klar, das muss man betonen, sind wir eben in einem noch immer bullischen Marktumfeld und das Ganze ist noch immer hier auch als bullische Konsolidierung einzustufen. Aber sollte natürlich jetzt auch der Rückenwind der Wall Street weiterhin fehlen, denn auch hier dreht sich das Bild gerade ein wenig ein, zumindest auch gerade im Tech-Sektor. Näheres dazu morgen früh. Muss man eben schauen, ob sich das nicht wirklich hier etwas dynamischer auf den deutschen Aktienindex übertragen kann. Dynamisch, gutes Stichwort, denn dynamisch geht es eben auch bei Lufthansa zu. Heute wieder ein sattes Minus von fast 6,5% und rückblickend, ja, ich hatte es ja skizziert gehabt, dass eben Lufthansa mit dem Anlauf an einen ehemaligen Widerstandsbereich hier deutlich abprallen dürfte und im Idealfall wieder zurückfällt auf die 200-Tage-Linie. Ja, wir sind auf dem besten Weg dahin, dieses Kursziel zu komplettieren. Natürlich, Corona ist und bleibt eines der Top-Themen und natürlich auch ein Thema, was Lufthansa in den Umsätzen hier limitiert. Denn natürlich innerhalb gerade Europas haben wir auch weiterhin viele Brandherde, muss man ja schon sagen. Und somit ist es weiterhin schwierig, aber auch international gesehen, hier natürlich den Tourismus als auch den gesamten Reiseverkehr wieder so hochzufahren, wie es früher mal war. Es bedarf hier Zeit. Die Rückkehr zur Normalität kostet nun mal Geld und das spiegelt sich jetzt auch wieder im Kurs der Lufthansa-Aktie nieder. In diesem Sinne, einen schönen Abend nun und bis morgen früh. Natürlich dann mit dem Blick auf die Wall Street, speziell auf den Technologieindex Nasdaq. Vielleicht kann es eben hier auch schon zu einer Anpassung meiner Short-Trading-Idee kommen. Also schalten Sie unbedingt morgen früh rein. Und vielleicht gibt es auch morgen im Übrigen schon die neue Trading-Idee der Woche.